Ja, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, nach einem sensationellen letzten Part heißt es jetzt für uns, dass wir gegen wieder schwächere, lösbare Gegner bestehen müssen, beziehungsweise liefern müssen. Und zwar haben wir jetzt Almeria, die sind auf der 14 und dann Celta Vigo auf der 10. Das heißt, als Tabellendritter, ja, wie gesagt, sind wir jetzt schon ein bisschen in der Pflicht. Wenn wir da oben bleiben wollen, müssen wir solche Partien gewinnen. Vorher geben wir jetzt noch diesen Franco Camargo ab, den wir eigentlich für die zweite Mannschaft ablösefrei verpflichtet haben. Jetzt verkaufen wir ihn für 250.000, also nach 50 Spielen zumindest, und dann noch 20% Weiterverkaufsklausel. Das ist nicht so schlecht, weil er hat nur einmal für die zweite Mannschaft gespielt, spielte dort also nicht wirklich eine Rolle. Deswegen passt es ganz gut. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz aufs Training. Celta Vigo, Mallorca ist dann physisch, was ich ja nicht unbedingt so gerne habe. Wir können dann gegen die Gegner schon schauen, dass wir eher versuchen, offensiver zu trainieren. Und dann haben wir Real. Da brauchen wir kein vertikales Tiki-Taka trainieren, sondern da müssen wir Beton anrühren. Finde ich gut. Betis, Gijón. Ja, gut. Das heißt, das sind also die Gegner für den heutigen Part. Wir werden jetzt mal schauen, wie wir aufstellen. Travis ist anscheinend wieder dabei. Auch den Chris können wir heute mitnehmen. Den nehme ich auch eben auch auf die Bank mit. Einen Tag haben wir noch, den warten wir noch ab. Aubameyang. 2 bis 3 Wochen verletzt. Es ist irgendwie wirklich ein bisschen wie verhext mit den Verletzungen im Moment, aber ich hoffe, dass es jetzt dadurch, dass diese Doppelbelastung weg ist und wir nur noch Wochenends spielen, dass sich das jetzt ein bisschen entschärft. Das heißt, Ersatzstürmer wird in dem Fall Carafa sein. Dafür nehmen wir dann den Travis mit. Ja, bleibt uns eh nicht viel anderes übrig. Sekini und Tavares sind vorbelastet. Ja, gut. Ich würde sagen, dass wir heute aber mal mit Kluivert vorne beginnen. Nachdem Stefanovic in letzter Zeit, ich meine, gut, mit seiner Situation war er immer gefährlich, aber spielerisch jetzt nicht so überzeugt hat, finde ich persönlich. Wenn wir den Kluivert heute mal wieder spielen lassen. Die Ansprache funktioniert einfach immer. Zumindest wenn man gut in Form ist. Achso, ich habe Bruno Ruiz wieder in der Mannschaft. Das habe ich jetzt übersehen. Aber gut. Gegen Almeria kann man den von mir aus wieder mal in der Startelf bringen. Und sonst können wir ihn gut wechseln. Das habe ich jetzt komplett übersehen. Würde mich interessieren, ob das echten Trainern auch schon mal passiert ist. Oder ob nur ich so unfähig bin. Und Abstoß. So, jetzt Ballgewinn und Konter kommt schon, Kluivert. Leider nix. Da drängen wir sie wieder ein bisschen zurück. Sehr gut, Kluivert. Gute Balleroberung. Was macht er jetzt draus? Er geht alleine. Ja. Sergio Gomez trifft wieder für Real. Und wir drücken zumindest von den Chancen her weiter. Wieder Sergio Gomez, Doppelpack. Da haben wir ja die Weiterverkaufsoption drin, also schauen wir mal, was da rauskommt. Allerdings nicht auf die Ablösesumme, sondern nur auf den Erlös, also den Gewinn quasi. Und Ruiz, boah, aus dem Nichts versucht das da einfach mal. Gar nicht so schlecht, die Aktion von ihm. Und auch hier wieder nächste gute Chance. So. Tavares hat ihn, bleibt aber hängen. Gegenpressing sehr aggressiv und erfolgreich. Gut gemacht, Jungs. Und Ruiz mit einem schönen Seitenwechsel. Also der passt eigentlich ganz gut in die Mannschaft, muss man echt sagen. Auch hier wieder schön den Ball verteilt. Tavares. Ja, und das sind halt leider die Situationen, wo sie immer abschließen und nicht versuchen, den Ball in die Mitte zu bringen.
Ein bisschen schade. Aber wir haben die Partie schön in der Hand. Jetzt aber aufpassen auf den Freistoß. In die Mauer, Nachschuss, Butland. Gegner wird gerade ein bisschen offensiver. Dafür jetzt wieder der Ballgewinn von uns. Kluivert. Kluivert. Ach. Wieder ein sensationeller Alleingang von ihm. Aber der Abschluss. Einfach zu schwach. Sergio Gomez mit dem dritten Tor. Das ist auch brutal. Marquez nur mit der 6,5 heute. Oder beide Stürmer eigentlich. Ja, da muss auf jeden Fall noch mehr her. Zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Ich bringe jetzt, glaube ich, trotzdem Soumaré für Ruiz. Und gebe Sekini den offensiveren Platz hier in unserer Mitte. Gut geklärt von Mai. Sehr schön. Aber irgendwie sind wir trotzdem deutlich zu ungefährlich im Moment. Da bin ich nicht so wirklich zufrieden. Sekini holt sich den gelben Karton ab. Und dann passiert's. Ja, sowas ist typisch. Wenn dir einfach vorne die Konsequenz fehlt. Hier steht er schon ein bisschen zu weit weg für meinen Geschmack. Naja, es geht. Ja, aber das ist eindeutig Cuencas Verschulden jetzt gewesen. Das ist sein Ball. Auch wenn Wündal das Kopfballduell verliert. Der Wündal war eigentlich bei einem anderen Mann. Gut, das heißt, wie gehen wir es an? Wir werden noch höher attackieren. Wir werden ein bisschen kreativer spielen. Und insgesamt die Ausrichtung auf Offensiv ändern. Ich werde hierzu, glaube ich, Kluivert auch noch als Schattenstürmer einstellen. Und dann schauen wir weiter. Achso, und das Anspielstationen innen suchen nehme ich jetzt auch wieder raus. Vielleicht kann man dann so die Flügel ein bisschen mehr mit einbeziehen. Bringen wir Stefanovic als vorgeschobenen Spielmacher. Vielleicht kann der vorne spielerisch ein bisschen mehr machen als Kluivert. Und Carafa bringe ich auch noch für Sekini. Busquets darf mitgehen. Wündal stellen wir auf Attack. Das heißt, Sekini müsste jetzt dann gelb gesperrt fehlen im nächsten Spiel. Tavares. Pellegrini mit dem Kopfball daneben. Sergio Gomez mit seinem vierten Tor für Real. Sensationell. So viele Tore hat er in der ganzen Saison bei uns nicht geschossen. Ja, 25 Chancen. Leider viel zu wenig zwingend. Marquez. In der 93. mit zumindest dem Ausgleich. Pellegrini mit dem Assist. Sieht also so aus, als würden wir wenigstens diesen einen Punkt mitnehmen. Wir bleiben aber offensiv. Schön gemacht. Ja, das war's. Also wir holen nur ein 1:1. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Diese Spiele müssen wir gewinnen.
Sehr, sehr bitter, aber hilft nichts. Müssen wir abhaken. Das heißt, wie schaut es aus mit Sociedad und Atletico? Atletico hat verloren. Sociedad hat gewonnen. Okay, das heißt, die holen jetzt ein bisschen auf uns. Ach ja. Immerhin, 4000 haben wir noch erhalten. Wahnsinn. Irgendein Weiterverkauf da. Der Kini ist jetzt eben gelb gesperrt, das heißt, da müssen wir jetzt schauen. Also, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir den Carafa da spielen lassen und Soumaré als Carrillero. Und da müssen wir schauen, wie es mit der Fitness aussieht. Aber ich glaube, Aubameyang wird da gegen Celta Vigo noch kein Thema sein. Tavares, vier Fehler. Wobei der Entscheidende über die andere Seite passiert ist. Gehaltserhöhung für Carafa. Jetzt wollte ich noch kurz was wegen Sergio Gomez schauen. Haben wir dafür eine Weiterverkaufsklausel? 20% der nächsten Summe bei Juan da. Nach 16 weiteren Liga-Einsätzen erhalten wir 8,75. Aber der ist anscheinend kein Stammspieler dort. Oscar. Rotationsspieler dreimal eingewechselt worden. Keine Ahnung, ob das noch was wird, aber ich hoffe, da haben wir Sergio Gomez. 20% des Profits, ja. Aber der hat schon einen, ja, unglaublichen Marktwert. 59 Millionen, 6 Tore, 7 Assists in der Saison. Also das könnte für uns, könnte sich finanziell auf jeden Fall noch auszahlen. Wenn nicht für mich, dann vielleicht für euch, wenn ihr dann weiterspielen könnt. Das ist schon nicht so uninteressant. So, also Celta Vigo, jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir wieder die 3 Punkte holen. Weil dann bringt es bringt auch nichts, wenn du gegen starke Gegner gewinnst, wenn du dann hier diese Punkte wieder vergeigst. Das ist eben das Problem. Wenn du deine Pflichtaufgaben nicht erfüllst, dann hilft auch die Kür nichts. Das ist die Pflicht an die Kür. Also, aber gegen Mallorca selbst danach müssen wir dann auch wieder liefern. Also es geht schon noch weiter mit lösbaren Gegnern. Scouting-Meeting Alexandre Matos. Da gefällt mir auch super. Geliehen von Benfica können wir mal auf die Auswahlliste setzen. Vielleicht ist das für jemanden von euch was. Cuenca. Spürbar verbessert. Ist noch immer in einem super Alter mit 24 Jahren, finde ich. So. Gut, also Sakini nach wie vor kein Thema, die anderen sind noch zu angeschlagen, also nehmen wir halt Morata mit. Hilft eh nichts. Ja, den Rest lasse ich mal so. Kluivert lasse ich auch noch in der Startelf. Der bekommt weiter die Chance. Ich erwarte in dem Spiel nichts anderes als einen Sieg, um heute mal ein bisschen. Man muss sie halt auch im Endeffekt, man muss ihnen diese Favoritenrolle auch durchaus zugestehen. Auch wenn wir nur Malaga sind in der ersten Liga. Aber wir gehören da jetzt mittlerweile oben dazu. Und dann muss man solche Partien gewinnen. Tavares. Und dann hat er auch wieder versucht abzuschließen. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an der Attack-Einstellung bei ihm. Könnten bei ihm vielleicht auch weniger Schießen einstellen. Kluivert mit dem Seitenwechsel wieder. Tavares, wieder guter Alleingang. Der hat schon wieder versucht zu schießen. Stell das jetzt einfach mal ein. Aber die ersten zwei, aus den 2 Chancen hätte man schon einiges machen können. Aber nicht, wenn man versucht, aus so einer Situation abzuziehen. Hündal.
Da muss jetzt der Pass nach außen kommen. Stattdessen kommt er zurück. Ja, außen haben wir so viel Platz. Wünderl jetzt in dem Fall. Pellegri 1-0. 19 Minute, 17. Saisontor. Also der holt bald Marquez ein, wenn er so weitermacht. Da sieht man, wie viel Platz wir hier außen eigentlich haben. Das heißt, das ist jetzt genau diese Einstellung, die ich jetzt mal wegtun werde. Genau in dem Bereich bewegen sich unsere offensiven Außenverteidiger dann nämlich. Da ist wirklich viel Platz. Das muss man nützen. Und Tavares läuft da blind ins Abseits. Busquets, Carafa, Kluivert, schön gemacht. Guter Versuch von Wünderl. In der Situation kann man es dann glaube ich schon probieren. Bahn war frei. Pass in die Mitte wäre nicht wirklich realistisch oder erfolgreich gewesen, befürchte ich. Ups. Aber auch heute haben wir wieder deutlich weniger Ballbesitz, wie schon zuletzt. Ich meine, es ist jetzt eh nicht mehr unbedingt diese Ballbesitz-Taktik, die wir mal hatten. Boah. Ja, diese Distanzschüsse. Immer wieder gefährlich. Toller Pass, Wahnsinn, Pellegri. Nein, da war der Torwart noch dran mit den Fingerspitzen. Was für ein Assist wäre das gewesen? Lukas May, glaube ich, war es. Da verlieren wir das Kopfballduell. Marquez mit dem Foul gibt die Gelbe wohl. Jo. Seine erste in der Saison. Muss trotzdem aufpassen. Gibt schon einige mit sehr schwachen Noten heute, aber ich glaube, jetzt werde ich im Moment mal noch nicht wechseln. Schauen wir mal, wie sich die ersten 20 Minuten oder so jetzt entwickeln in der zweiten Halbzeit. Gut von Tavares. Aber dann leider ein bisschen zu hastig, kann man sagen, abgespielt. Kluivert, Pellegri, May. War das abseits? Nein, zählt. Sehr schön. Da hat er quasi schon von der Torlinie weg fast Pellegri das Tor geklaut. Schauen wir mal. Ja, eigentlich hat er ihm das Tor geklaut. Ich glaube, der wäre reingegangen. So macht man sich Freunde in der Mannschaft. Carafa. Spiel ihn. Endlich, Pellegri. Sehr gut. Da haben wir Kluivert, der heute auch ein bisschen unsichtbar war. Da könnte man dann wieder viel Stefanovic bringen. Da wurde ich von jemandem von euch jetzt mal auf Instagram markiert, weil Stefanovic scheinbar im Blickfeld von Manchester City ist, was ich ziemlich cool finde. Pellegri, wieder ein guter Versuch. Ich meine, ich finde es jetzt an sich nicht wegen Manchester City cool, das muss ich auch dazu sagen. 6,9 Kluivert, dann lassen wir ihn drin. Aber ich würde es natürlich voll cool finden, wenn Stefanovic wirklich eine tolle Karriere bevorsteht. Ich könnte was anderes machen. Ich bringe Stefanovic für Marquez, der heute nicht so wirklich gut ist. Und ich lasse Kluivert einfach als kompletter Stürmer vorne spielen. Fähigkeiten dazu hat er. Busquets, Carafa, sehr schön, 3-0. Das
Ich würde mal sagen, das Ding ist durch. Ist gar nicht so einfach, glaube ich, in der Situation den Ball ins Tor zu kriegen, weil einfach so viele Leute davor gestanden sind. Aber wenn er da gut platziert. So, aufpassen jetzt auf Celta Vigo, Freistoßsituation. Die wird geklärt und jetzt kann Kluivert wieder Tempo aufnehmen. Super Übersicht, Carafa und Pellegri. Solche hat er auch schon gemacht. So, dann bringen wir heute Juan Ruiz für... Machen wir es für Kluivert, schieben wir Carafa vor. Damit Juan Ruiz auch regelmäßig Einsatzzeit bekommt. Wündal, Ruiz, super Übersicht von Wündal. Und auch ganz schlechter Versuch von Carafa hier. Carafa setzt sich gut durch. Er wäre daneben gegangen, aber das nehmen wir natürlich gerne mit. Stefanovic und Mai fast mit dem zweiten Treffer. Und ich bringe jetzt noch Travis rechts hinten für Tavares auf Support. Weil Tavares ja auch gelb vorbelastet ist und auch relativ müde immer wieder. Und Travis braucht eher ein bisschen Spielpraxis. Körpersprache gar nicht aggressiv, so kenne ich Travis gar nicht. Wündal. Gibt es nochmal die Chance? Busquets. 4-0. Busquets mit seinem ersten Saisontor. Sehr schön. Ja, was für ein Abschluss. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nicht ungefährlich. Und das war's. Wir gewinnen 4-0 gegen Celta Vigo. Das ist genau diese Souveränität, die ich eigentlich auch gegen Almeria gerne gehabt hätte. Sehr, sehr schönes Spiel von uns. Gut gemacht. So, wie sieht's aus? Gijón hat da jetzt anscheinend einige aufgeholt. Atletico ist plötzlich auf der 8. Da sieht man, wie eng es da hinter uns zugeht. Ja. Also das ist noch ein langer Weg, dass wir uns da wirklich oben halten können. Wäre natürlich ein sensationeller Abschluss dieses Let's Plays, wenn wir tatsächlich Dritter werden würden. Und auf das werden wir versuchen hinzuarbeiten, so gut es geht. Sumaré zeigt Fortschritte, das sehen wir auch, dass sich der wirklich gut entwickelt. Guter Transfer, meiner Meinung nach. Der VfL Wolfsburg holt Hacking zurück. Was sagt man dazu? Schaut es jetzt eigentlich mit der zweiten Mannschaft aus? 16. Die fangen sich. Es ist unglaublich knapp, wenn man sich so die Punkte hier ansieht, aber im Moment läuft es nicht so schlecht. 0-0, 0-0, 2-1 waren die letzten Spiele. Also... schauen wir mal, ob sie sich fangen können. Ich wünsche es ihnen natürlich und uns natürlich auch, weil es super wichtig wäre, wenn wir es schaffen, hier oben zu bleiben. Für die jungen Spieler, die dann nachkommen, im Idealfall irgendwann. Wir haben ja die Nachwuchsrekrutierung schon super ausgebaut. Aber leider haben wir noch immer das Problem. Ach, Pellegri, schaut mal. Weltklasse hat er jetzt schon als Attribut. Das sind nach wie vor einige interessiert. Ja. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis so eine goldene Generation aus der Jugend kommt. Weil selbst bei den besten, Rollon steigt wieder ins Training an, bei den besten ausgebauten Jugend-Nachwuchszentren ist es ja trotzdem nicht so, dass jedes Jahr Weltklasse, Spieler mit Weltklasse-Potenzial nachkommen. Sind ja nicht bei FIFA.
Da ist es ja irgendwie so mit der Jugend. Habe ich jetzt bisher zumindest so den Eindruck gehabt, dass du einfach immer Spieler mit super Potenzial reinholen kannst. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt wird gespeichert. Ich möchte aber eigentlich die Aufstellung in dem Part noch machen. Und danach haben wir zweimal Real. Real Mallorca und Real Madrid. Und danach Real Betis und Real Gijón. Okay. Auch nicht schlecht. Top-Torschütze Marquez. Das wird aber echt noch ein spannendes Rennen. Beste Passquote Rolón, 93%. Auch nicht schlecht. Boah, ich hoffe, dass Tavares jetzt keine gelbe kassiert gegen Mallorca. Der muss da jetzt echt aufpassen. Weil ich möchte nicht, dass der gegen Real gesperrt ist. Travis fliegt mir vom Platz, so aggressiv wie der ist. Also ich schaue jetzt dann unten nur auf die Empfehlungen. Sind schon ein paar ganz gute dabei, aber das überlasse ich dann auch euch in der Zukunft. Und Likogianis freut sich wieder auf ein Wiedersehen. So, ich glaube, ich werde Travis einfach mal spielen lassen. So können wir es nämlich auch. Dann kriegt Tavares mal eine Pause. Da werden wir jetzt übrigens dieses seltene Schießen einstellen. Und dann können wir das vielleicht ein bisschen abfangen mit dem Risiko einer Gelbsperre gegen Real. Dann überlege ich gerade, ob ich Butland vielleicht auch noch eine Pause gibt und Jorge Luis mal wieder spielen lasse. Der ist auch gar nicht mehr so viel schlechter als Butland, zumindest von der derzeitigen Einschätzung her. Wenn man sich das anschaut, ist er aber deutlich schwächer. Ja. Wie gut ist Mallorca? Die sind auf der 17. Das letzte Spiel war ein lockeres 3:0. Ich glaube, da kann man aber durchaus mal Jorge Luis spielen lassen, weil sonst wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen bis zum Ende der Saison. Was auch ein bisschen schade wäre. Und ich lasse heute mal wieder Stefanovic von Beginn weg spielen. Gut, machen wir da jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir zweimal auf Real treffen, nämlich auf Mallorca und dann auf Real Madrid. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.